Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video, zu einem neuen Format, würde ich sogar schon fast sagen. Ist ein Film oder eine Serie in meinen Augen ein Muss oder ein Kann oder ein Weglassen? Wie gesagt, ich gehe nur von meiner eigenen Meinung aus. Ich nehme niemanden seine Meinung, nehmt mir aber auch bitte meine Meinung nicht. Heute will ich mich als erstes mal um den Film Spider-Man Into the Spider-Verse, oder ich glaube auf Deutsch heißt er A New Universe, aber nagelt mich da bitte nicht fest. Mit dem Film will ich mich heute mal befassen. Ich werde keine Story-Elemente reinsetzen ins Video, ich werde auch nicht spoilern. Ich sage euch nur meine Meinung, was ich positiv und was ich negativ fand in dem Film. Also, dann lasst uns mal anfangen. Im Generellen war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich erstens kein großer Fan von Miles Morales bin. Liegt aber daran, dass ich die Miles Morales Comics nicht gelesen habe. Gebe ich offen und ehrlich zu. Mag sein, dass der vielleicht sogar ein besserer Spider-Man ist als Peter Parker, aber ja, also ich bin halt ein Peter Parker-Boy. Zum anderen am Animationsstil, da ich diese Stop-Motion-Animation eigentlich nicht mag. Und so ist dieser Film ja, oder kommt dieser Film ja rüber, als wäre es in Stop-Motion gemacht. Ich bin aber froh, dass ich ihn mir angeschaut habe, denn er war super. Also für mich war der Film absolut toll, muss ich ehrlich zugeben. Viele Spider-Man, also viele verschiedene Spider-Man, unter anderem auch Spider-Gwen und Spider-Noir sind zu sehen. Spider-Man-Gegner wie Kingpin und Doc Ock sind zu sehen. Storytechnisch super Inhalte, unglaublich witzig. Also ich habe in manchen Szenen habe ich wirklich Tränen gelacht. Ich kann über diesen Film gar nicht viel Schlechtes sagen, muss ich ehrlich, also muss ich zugeben. Vielleicht muss, oder wenn ich ihn mir vielleicht nochmal ansehe, vielleicht fällt mir dann irgendwas auf, was sich jetzt negativ auswirkt. Aber ansonsten ist für mich das einzige wirklich Negative an dem Film der Animationsstil. Eine Fortsetzung wurde uns am Schluss auch angeteased. Ich hoffe, die kommt auch. Ich hoffe, der Film ist gut genug angekommen, dass diese Fortsetzung kommen wird. Ansonsten, wie gesagt, ich bin hellauf begeistert. Ich versuche dieses Format auch oder in diesem Format die Videos auch sehr kurz zu halten. Ich gebe dem Film auf jeden Fall meine Daumen nach oben. Für mich eine absolute Empfehlung. Wie gesagt, es spiegelt nur meine Meinung wider. Ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Genau, damit bin ich auch schon fast wieder raus. Es bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr unseren Kanal mögt, dann abonniert ihn. Drückt den Daumen nach oben, aktiviert die Glocke. Wir sind über jeden Support dankbar. Wir machen das auch nur in unserer Freizeit und nicht kommerziell das Ganze. Und von dem her, ja, sage ich nur noch, bleibt brave, Leute.